Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der jüngste Vermittlungsversuch im Arbeitskampf der Stahlindustrie ist gescheitert. Doch neue Verhandlungen erscheinen schon bald als möglich. Wenige Stunden, nachdem die Schlichtungsgespräche beim nordrhein-westfälischen Vermittler Fachmann ergebnislos geendet hatten, drängte die IG Metall heute auf ein neues Treffen. Die Arbeitgeber sollten unverzüglich an den Verhandlungstisch zurückkehren. Ob diese darauf eingehen werden, wird sich morgen Nachmittag entscheiden, wenn sich der Verbandsvorstand in Düsseldorf trifft. Warum es in der vergangenen Nacht Fachmann wiederum nicht gelungen ist, eine Übereinkunft zu erzielen, darüber widersprechen die Tarifparteien einander. Hinter die Forderung nach neuen Gesprächen stellte sich in Mülheim einstimmig die große Tarifkommission der Gewerkschaft. Zugleich warf sie den Arbeitgebern vor, den letzten für die IG Metall kompromissfähigen Vorschlag des Vermittlers abgelehnt zu haben. Die Sitzung der großen Tarifkommission wurde erneut von protestierenden Stahlarbeitern zu Unmutbekundungen über die Gewerkschaftsführung genutzt. Sie forderten auf Transparenten die 35-Stunden-Woche und verlangten die Ablösung des Essener Bezirksleiters Herb durch den arbeitskampferprobten Stuttgarter IG Metall Bezirksleiter Steinkühler. Der IG Metall-Vorsitzende Loderer stellte sich hinter Herb. Man hat zu einer völlig ungelegenen Zeit den Verhandlungsraum verlassen. Es waren die Arbeitgeber und nicht die IG Metall, die die Verhandlungen nicht mehr bereit waren, mit uns weiterzuführen. Sie haben scheitern lassen den Teil Arbeitszeit, der Ihnen von vornherein nicht passte und nicht stattfinden durfte oder konnte, was nicht sein durfte. Sie haben damit einen entscheidenden Teil der Tarifautonomie in diesem Lande, ich sage es, demontiert. Die IG Metall hat beide Vorschläge von Minister Fahrtmann abgelehnt. Wir hätten beiden Vorschlägen zugestimmt. Damit übernimmt die IG Metall die volle Verantwortung für die Ausweitung und für die Verlängerung des Arbeitskampfes. Dieser Arbeitskampf kostet unsere Unternehmen Woche für Woche Hunderte von Millionen Mark und gefährdet Tausende von Arbeitsplätzen. Hier geht es aber überhaupt nicht mehr um die Belange der Belegschaftsmitglieder, sondern hier wird ein Vernichtungskampf gegen die Unternehmen und gegen die Arbeitgeber geführt. Unterdessen hat sich die Bundesregierung mit einem Appell in den Stahlkonflikt eingeschaltet. Sie rief die Tarifparteien auf, sich mit dem Willen zur Einigung so bald wie möglich wieder an den Verhandlungstisch zu setzen. Regierungssprecher Grünewald wies zugleich auf Gefahren für die Arbeitsplätze in anderen Industriezweigen hin. Der Arbeitskampf in der Stahlindustrie dauert nun 38 Tage. Von Streiks und Aussperrungen sind 100.000 Beschäftigte direkt betroffen. Bei einem Arbeitskampf von diesem Ausmaß und von dieser Länge fragt man sich natürlich immer wieder, wie es um die Stimmung bei den Arbeitern bestellt ist. Also bei denen, die im Endeffekt ja von den verschiedenen Lösungsmöglichkeiten in der Praxis betroffen sein könnten. Die Gewerkschaft betont natürlich immer wieder, dass die Stimmung sehr gut ist, dass die Streikfront steht. Und dafür lassen sich auch an den verschiedenen Werkstoren genügend Belege finden. Aber das scheint mittlerweile nicht mehr ganz so repräsentativ zu sein. Wie stellen Sie sich denn zum Beispiel einen Tarifvertrag, einen neuen vor, mit dem Sie, also den Sie akzeptieren könnten? Tja. Mehr Freischichten? Eventuell mehr Freischichten, mehr Urlaub, sicher. Ja, vor allen Dingen mehr Geld. Mehr Geld vor allem. Also, ist nicht zu realisieren. Ja, im Moment jedenfalls nicht. Der Herr wollte eine sagen, aber der hat keine Meinung zu sagen. Wieso habe ich keine wollte Meinung? Mehr Geld wollte, aber nehmen Sie eine Lösung. Moment mal, cool. Wir haben unsere Experten. Es sind doch mehrere Lösungen da gewesen schon. Moment. Einmal für alle und einmal mehr für die Kontischichten. Hey. Ja. Kollege, siehst du nicht ein, dass gerade das, was du da sagst, ja, am deutlichsten zeigt, ja, wie die Unternehmerschaft uns versucht, auseinanderzudividieren? Es gibt eben sowohl Stahlarbeiter, die allmählich überhaupt nicht mehr wissen, wofür sie nun eigentlich noch streiken, genauso wie es Stahlarbeiter gibt, die mit ihren Vorstellungen von einem neuen Tarifvertrag noch weit über die ihrer Gewerkschaftsfunktionäre hinausgehen. Eines jedenfalls ist sicher, die Meinungen sind nicht mehr so einheitlich, wie es anfangs schien. Die seit langem beste Jahresstatistik über den Arbeitsmarkt hat heute die Nürnberger Bundesanstalt vorgelegt. Erstmals seit 1974 waren im Durchschnitt des vergangenen Jahres weniger als 1 Million Menschen ohne Beschäftigung. Die genaue Zahl für 1978 lautet 992.900 Arbeitslose. Das bedeutet im Vergleich zu 1977 einen Rückgang im Jahresdurchschnitt um 3,6%.
Die Bilanz hätte noch besser aussehen können, wenn nicht im Dezember die Millionenmarke wieder überschritten worden wäre. Nach Ansicht der Nürnberger Bundesanstalt war ausschließlich das Winterwetter daran schuld, dass es im Dezember 1.006.007 Arbeitslose gab. Das waren 8,6% mehr als im November. Überraschend stark verringerte sich jedoch im gleichen Zeitraum die Zahl der Kurzarbeiter, und zwar um 18,5% auf 126.700 Ende Dezember. Zu den weiteren Aussichten auf dem Arbeitsmarkt der Präsident der Nürnberger Bundesanstalt Stingel auf Fragen von Corinna Spieß. Ich habe in den Dezemberzahlen und in den Durchschnittsarbeitslosenzahlen für 1978 meine Meinung bestätigt gefunden, dass wir ins neue Jahr 1979 mit günstigeren Voraussetzungen hineingehen können und haben ja demgemäß auch unseren Haushalt schon günstiger aufgestellt. Ich rechne damit, dass die Durchschnittsarbeitslosenzahl 79 wieder niedriger wird als die von 78. Der Streik in der Stahlindustrie kann selbstverständlich auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben. Zunächst einmal wird es sich darin niederschlagen, dass die, die keine Materialien mehr haben, also keinen Stahl mehr haben, dass die Kurzarbeit anmelden. Bis jetzt allerdings haben wir hier in der Hauptstelle keine Anmeldung. Was ist dran an dieser Zahl, die man auch in jüngster Zeit wieder öfter lesen konnte, dass die bei Ihnen gemeldeten offenen Stellen nur 40% des gesamten Bestands von freien Arbeitsplätzen zurzeit darstellen? Wenn es so ist, woran meinen Sie, liegt das? Und wie ließe sich das beheben? Also zunächst einmal stimmt die Zahl mit den 40% nicht. Es gibt in Deutschland keine Meldepflicht für offene Stellen. Demgemäß auch keine Verpflichtung, dass jedes neue Arbeitsverhältnis uns angezeigt werden muss. Und diese 40% beziehen sich auf den Beginn von Arbeitsverhältnissen. Wenn also ein 65-Jähriger ausscheidet und der Betrieb weiß schon, wen er an seiner Stelle einstellt, dann wäre es ja ein Unsinn, wenn dieses Einstellen uns als offene Stelle gemeldet würde. Nach dem Schneechaos der vergangenen Tage gefährdet jetzt die Vereisung von Straßen und Schifffahrtswegen den Verkehr in Norddeutschland. Auf dem Mittellandkanal ruht die Binnenschifffahrt. Treibeis auf der Elbe blockiert den Wasserweg nach Berlin. Die Fähren im Berufsverkehr des Hamburger Hafens brauchen Unterstützung von Eisbrechern. Auch auf der Weser wird mit einer Einstellung des Schiffsverkehrs gerechnet. Als normal gilt dagegen der Binnenschiffsverkehr auf Rhein, Main, Neckar, Saar und Donau. In Schleswig-Holstein hat sich die Lage heute weiter entspannt. Wie hier in Ostholstein sind auch in den anderen Katastrophengebieten die wichtigsten Straßen und Schienenwege vom Schnee geräumt. Die Stromversorgung funktioniert wieder. Nach offiziellen Angaben starben durch Schnee und Kälte 6 Menschen. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Auch die Insel Fehmarn ist wieder auf dem Landweg zu erreichen. Auf der Europastraße 4 der Vogelfluglinie dürfen Privatfahrzeuge wieder fahren. Die Fährverbindung zwischen Puttgarden und Röttbihaun ist auch wieder aufgenommen worden. Auf den Strecken von und nach Berlin läuft der Verkehr weitgehend normal. Hier auf der Straße über Lauenburg gibt es aber stellenweise Glatteis. Dadurch verlängert sich die Fahrzeit um 1 bis 2 Stunden. Auch in der DDR normalisiert sich die Lage inzwischen. Eine Ausnahme ist die Insel Rügen. Zwar gelang es, die Eisenbahnstrecke Stralsund-Sassnitz frei zu bekommen, aber 60 Ortschaften sind hier immer noch von der Umwelt abgeschnitten. Kälte und Schnee wirken sich vor allem auf die Strom- und Gasversorgung aus. Um Energie einzusparen, wurde gestern in Ost-Berlin die Straßenbeleuchtung ausgeschaltet. Lediglich die Grenzanlagen wurden unverändert stark angestrahlt. Im Iran ist heute der gemäßigte Oppositionspolitiker Bachtiar offiziell zum neuen Regierungschef ernannt worden. Bis Sonnabend will er ein Kabinett aus Zivilisten vorstellen. Inzwischen kündigten die streikenden Arbeiter in der Ölindustrie an, sie würden die Arbeit erst dann wieder aufnehmen, wenn der Schah das Land verlassen habe. Angesichts der Krise im Iran hat Washington angeboten, den Monarchen in den USA aufzunehmen. Die ETA-Terroristen, die gestern den Madrider Militärgouverneur General Ortin Gil auf offener Straße niedergeschossen haben, sind heute festgenommen worden. Das meldete die offizielle spanische Nachrichtenagentur ohne weitere Einzelheiten. Die Beisetzung des Generals war heute Anlass für eine Demonstration tausender von Rechtsextremisten. Der Sarg des von den linksradikalen ETA-Terroristen erschossenen Generals aus dem Hauptquartier getragen wurde, waren die Rechtsradikalen zur Stelle. Francos Getreue, Spaniens mit, haben die Faschisten gewartet. Sie wollen der Armee zur Seite stehen, nehmen den Terror als Beweis für den Verrat am wahren Spanien durch König und Regierung. Die Zahl der militanten Faschisten ist nicht groß, aber viele Militärs und Polizisten denken wie Sie. Schließlich haben sie Jahre und Jahrzehnte unter Franco gedient. Bisher waren Armee und Polizei loyal gegenüber dem König und der Regierung, aber wie lange, so fragen sich viele hier,
wird Ihre Führung auf die Provokation noch kühl und rational reagieren können. Alle spanischen Parteien haben den Terroranschlag schärfstens verurteilt. In vielen Fabriken wurde aus Protest gegen die ETA-Terroristen gestreikt. Wie gespannt die Situation heute ist, zeigt ein Satz des Innenministers Martin Villa von gestern Abend: Entweder wir werden mit der ETA fertig oder die ETA macht uns fertig und die Demokratie. In der Bundesrepublik und in West-Berlin sind heute Äußerungen des sowjetischen Sportministers Pawlow zurückgewiesen worden, wonach Sportler aus West-Berlin im Falle eines Medaillengewinns bei Olympischen Spielen besonders gekennzeichnet sein sollten. Bundesregierung und Opposition in Bonn sowie der Deutsche Sportbund betonten, dass nach den Bestimmungen Athleten aus West-Berlin Mitglieder der deutschen Mannschaft seien. Das gelte auch für die Spiele 1980 in Moskau. Der regierende Bürgermeister von Berlin, Stoppe, erklärte, mit ihrer Forderung riskiere die Sowjetunion den Zusammenbruch der Sportbeziehungen zwischen beiden Ländern. Die Familienpolitik macht den Behörden in der Sowjetunion zu schaffen. Geheiratet wird jung, doch die Scheidung auf Sowjetisch ist einfach und unbürokratisch. Die Folge, die Scheidungszahlen erreichten einen neuen Rekord. Der Gang zum Standesamt besiegelt immer seltener einen Bund fürs Leben, häufiger ein Bündnis auf Zeit. Jede dritte Ehe in der Sowjetunion wird geschieden, in den Großstädten Moskau und Leningrad sogar jede zweite. Jede zehnte Ehe geht bereits im ersten Jahr kaputt. Die Sowjetmacht steht der Scheidungswut ihrer Bürger geradezu hilflos gegenüber. Die Folgen des gestörten Familienlebens lassen sich in der Statistik ablesen. Immer weniger Eheleute erfüllen sich den Wunsch, den sie am Hochzeitstag noch so deutlich zur Schau stellen. Denn Kinder erschweren eine spätere Trennung. Alarmiert durch die niedrigen Geburtenzahlen will der Staat die vor einigen Jahren gelockerten Ehebestimmungen nun wieder anziehen. Die Trennung soll erschwert, vor dem endgültigen Schritt ein Versöhnungsgespräch geführt werden. Am Kern aller Eheprobleme aber werden diese Maßnahmen kaum etwas ändern können. Es sind, nach Umfragen und Leserbriefen in den Zeitungen zu urteilen, vor allem die beengten Wohnverhältnisse, die viele Ehen zum Scheitern verurteilen. Nicht selten suchen deswegen beide Partner Trost beim Alkohol, offiziell die am häufigsten genannte Scheidungsursache. Über diesen trostlosen Zustand will der Sowjetstaat seinen zukünftigen Familien mit einer anderen Maßnahme hinweghelfen. Die Sexualaufklärung in den Schulen und an anderen Institutionen soll ausgeweitet werden. Peter Frankenfeld, der beliebte Fernsehunterhalter und Quizmaster, ist nach längerer Krankheit in Hamburg gestorben. Er wurde 65 Jahre alt. Frankenfeld war beim Fernsehen von Anfang an dabei, das heißt seit 1952. Einprägsam blieb auch sein großkarätes Sakko, so zum Beispiel in der Serie 1:0 für Sie. Frankenfelds Sendung Vergissmeinnicht für die Aktion Sorgenkind wurde einer seiner größten Erfolge. Verheiratet war Peter Frankenfeld mit der Schauspielerin Lonny Kellner. Zuletzt hatte er in Musik ist Trumpf vor der Kamera gestanden. Drei große Öltanks mit Millionen Litern Heizöl sind heute in Duisburg ausgebrannt. Menschen kamen dabei nicht zu Schaden. Mit einem Wasserteppich verhinderte die Feuerwehr, dass die Flammen auf weitere Tanks übergriffen. Das große Ölvorratslager in Duisburg-Neuenkamp war erst vor wenigen Jahren gebaut worden. Das Feuer ist möglicherweise bei der Arbeit mit Schweißgeräten entstanden. Aus Frankfurt die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 5. Januar. Das Satellitenfoto zeigt über dem nördlichen Deutschland geringe, im Südwesten stärkere hohe Wolkenfelder. Diese und das breite Wolkenband über West- und Südeuropa gehören zu dem Tief über der Biskaya, das sich unter Abschwächung südostwärts verlagert. Deutschland bleibt damit in einer kalten Ostströmung. Die Vorhersage bis morgen. In den Frühstunden vereinzelt Nebel, sonst teils heiter, teils wolkig, sowie vereinzelt Schneefälle. Tiefsttemperaturen minus 12 bis minus 18, örtlich unter minus 20 Grad. Tageshöchsttemperaturen minus 6 bis minus 12 Grad. Schwacher bis mäßiger, zeitweise auffrischender Wind aus Ost.